So, wir haben Samstag, Wochenende, das bedeutet Family Time. Und wir haben gerade gefrühstückt und wir haben gedacht, wir wollten unbedingt in den Vergnügungspark fahren. Ich weiß nicht, ob wir da uns eher drauf. Ja, ich glaube schon. Eigentlich, ne? Ich glaube schon. Boah, früher, wir sind immer, ne? Wir sind fast jede Woche ins Fantasialand gefahren, als wir uns kennengelernt haben, ne? Eigentlich nur zum Essen. Naja, auf jeden Fall, Römi weiß noch nichts von seinem Glück. Hernis Wunderland heißt es. Ist das schon in Holland? Nein. Noch nicht, nein, ne? Aber kurz vor. Kurz vor Holland ist das. Also circa eine Stunde Fahrt oder so. Und wir haben jetzt gedacht, da fahren wir heute hin. Aber wir müssen mal Römi fragen, ob er dazu überhaupt Lust hat. Römi? Romeo? Am Ende hat er keinen Bock. Glaube ich nicht. Nee, ich weiß nicht. Spätestens, wenn wir da sind. Ich will zu Hause bleiben und dein Buch Bogen lesen. Schießen. Bogen schießen und dein Buch lesen. Mann. Romeo, wir haben eine Überraschung für dich. Jetzt kommt er. War nämlich eben ein bisschen beleidigt. Ja, echt? Wir wollen dich was fragen. Komm mal bitte. Ja. Motivation. Komm mal her, wir wollten dich was fragen. Ja. Hast du Lust, heute mit uns in ein Wunderland zu fahren? Ja. Ja. Sollen wir das machen? Das ist total cool. Da gibt es so coole Sachen, so Karussells und ich weiß nicht, was da alles gibt. Du bist schon cool ich an. Ich fühle mich auch cool an. Das ist natürlich ich das Wichtigste. Los geht's. Also, ich mache ein paar Snacks zum Mitnehmen für die Fahrt. Irgendeiner hat immer Hunger. Meistens bin ich's. Und ja, was gibt's im Vergnügungspark am meisten? Spaß. AKA Kohlenhydrate. Deswegen mache ich uns ein paar Brote. Aber Eiweißbrot. Können wir los? Ah, erstmal gucken, ob Romeo sein Zimmer aufgeräumt hat. Zeig mir, mein Schatz. Zeig mir. Oh, das sieht ja schon toll aus. Du hast alles freigeräumt und alles hier auf den Tisch gestellt. Super, Romeo. Der Nachteil vom ganzen Booty-Training. Man kann sich nicht mehr zusammen in Karussell setzen als Ehepaar. Schlimm, schlimm, schlimm. Romeo, fahr doch nicht so schnell. Romeo sitzt hier vorne drin. Römli! Hallo! Ich geh auch in meine Richtung. Das ja, aber ich muss dagegen gehen, aber sonst wirst du rausfliegen aus der Kurve. Nein, das muss doch für die Kamera real aussehen. Romeo, du musst jetzt anhalten. Da! Stopp, Family! Gut gemacht. Romeo ist das erste Kind, das ich kenne, das auf der Krippe.
Oh, es fängt jetzt an zu niesen. Wir sind total durchgefroren. Nicht das perfekteste Wetter für Vergnügungspark. Wir fahren heim, oder? Ja. Heim. Alle in die Badewanne, auf die Couch. Wie war es in Kernis Wunderland? Schön. Schön. Die zwei fahren nochmal alleine.